Oh, warte, keine Ahnung, irgendwie habe ich gerade irgendwie so gefunden, gefühlt, dass so einen Schatten gehabt und ich habe mir gerade voll zusammengezuckt. Weil gerade draußen ist ein Auto gehalten, es hat sogar so einen hohen Ton gegeben. Yo, meine Gaming Army und willkommen zu diesem kleinen neuen Projekt hier. Das ist so ein Mini-Projekt. Es geht immer darum, wir haben ein paar Geschichten für euch und ihr müsst daraus finden, es gibt eine wahre Geschichte immer und ihr müsst sagen, welche das wohl war. Die erste, die zweite oder die dritte. Okay, dann fangen wir heute mal an mit der ersten Geschichte. Das macht mein Kamerad The Polen. Der ist auch dabei und Hallöchen. jetzt fangen wir wohl einfach mal mit der ersten Geschichte an. Ja, ich fange mal an, würde ich sagen. Es war einmal ein Jäger, der total die Zeit vergaß und nun vergeblich in der Dämmerung sein Auto suchte. Er fand ein kleines Haus und die Tür war offen. Er dachte, er würde dem Besitzer schon erklären können. Seinen Rucksack legte er auf den Boden und benutzte ihn als Kopfkissen. Lange lag er wach und schaute sich um. Er sah lauter große Bilder, die so aussahen, als würden sie ihn anstarren. Ja, WTF. Boah. Dann schlief er doch ein. Am Morgen merkte er, dass die Bilder Fenster waren. Obwohl WTF, ich habe jetzt die Geschichte das richtig verstanden, dass da draußen Leute standen. Ja. Boah, WTF, jetzt muss ich erst aus meinem Fenster gucken. Okay. Damals war ich so 13 oder 14. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls war kurz zuvor mein Opa gestorben. Und ich war ohnehin in einer sehr merkwürdigen Stimmung. Ich hatte mein Kinderzimmer früher im ausgebauten Dachboden. Eines Nachts musste ich aufs Klo. Direkt gegenüber von meinem Zimmer war die Treppe nach unten. Eine Wendeltreppe, die manchmal knarzte. Überhaupt knarzte es immer und überall im Dachboden. Vor allem, wenn der Wind wehte. Ist ein altes Haus und so. Jedenfalls öffnete ich die Tür einen Spalt weit, um an den Lichtschalter für den Treppenausgang zu gelangen. Ich habe mich nie getraut, die Tür im Dunkeln ganz zu öffnen. Also machte ich das Licht an, öffnete die Tür und sehe mitten im Treppenaufgang einen Schatten, der sich hin und her bewegte, direkt unter meiner Decke. Panisch wie ich wurde, habe ich die Tür wieder zugemacht und bin nicht aufs Klo gegangen. Schlafen konnte ich natürlich auch nicht mehr. Am nächsten Tag habe ich das meiner Mutter erzählt und die sagte mir dann, dass sich ein alter Arbeiter damals in diesem Haus erhangen hatte. Genau am Treppenaufgang. Ich traue mich nie wieder raus. Jo, das war die zweite Geschichte und jetzt machen wir mal bitte weiter mit der dritten Geschichte und los. Also, mir ist auch mal etwas echt Gruseliges passiert. Das Ganze spielte sich ab, als ich noch im Zahnarztalter von 16 Jahren auf einem Schützenfest im Nachbardorf war. Als dann doch etwas später wurde, also zwischen 2 oder 3 Uhr, entschloss ich mich dann, mich endlich nach Hause zu begeben. Allerdings haben sich meine Freunde da schon aus dem Staub gemacht. Deshalb entschloss ich mich dazu, alleine zu gehen. Schließlich war es voll. Mein Weg führte über einen Feldweg, der durch das Mondlicht eigentlich gut begehbar war. Als ich dann etwa die halbe Strecke hinter mich gemacht hatte, ich ging so bereits ca. 1,5 Kilometer, ging ich an einem Weiher vorbei, an dem schon einmal ein Junge ertrunken ist. Als ich dann den Feldweg entlang schlenderte, hörte ich Geräusche, die sich nach Seufzen und Würgen anhörten. Da ich zu viel Horrorfilme gucke, denke ich mir, hole ich mir doch am besten irgendeine Waffe oder dergleichen und wurde schnell fündig. Denn dort lag ein etwas dicker Ast von der Breite von ca. 3 cm. Und auf einmal merkte ich, dass ich etwas aus der Richtung des Weihers näherte. Ich rief: Wer ist da? Keine Antwort. Langsam und torkelnd näherte sich die Gestalt. Als die Person sogar einen halben Meter von mir entfernt war, holte ich zum Schlagaus, doch plötzlich ertönte eine Stimme: Hey, bist du das? Es war die Stimme meines Kumpels und ich nur so:
Hast du ein Glück, ich wollte dir schon eine mit dem Stecken rüberziehen. Was machst du denn hier überhaupt? Seine Antwort: Ja, mir war's schlecht und musste kotzen. Boah, WTF, Alter, mein Herz hat richtig angefangen zu rasen bei der Geschichte. Ich weiß auch nicht warum. Boah, irgendwie. Auch wenn dieses Ende jetzt nicht so schlimm war, ne? Ja. Boah, richtig Herzinfarkt. Ja. Nimm alle den. Also, meine lieben Freunde, ihr hattet drei Geschichten, habt ihr gehört? Und ihr könnt entscheiden, welche es war. Die erste war von mir, die zweite vom Gaming News und die dritte wieder von mir. Ihr könnt entscheiden, welche es war und welche ist falsch. Schreibt es unten in die Kommentare auf 1, 2 oder 3. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder. Da haben wir sogar jemanden dabei, der auf jeden Fall was braucht. Der hat auf jeden Fall Talent für sowas. Okay, dann, meine Gaming Army, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Haut rein, bis zum nächsten Mal, macht es gut und ciao, ciao.